Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu unserem, ich weiß nicht wievielten Webinar rund um das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Ich freue mich, dass Sie wieder alle zahlreich dabei sind. Sie haben heute das Team, das Sie schon kennen, den Kollegen Sebastian Rüns aus Düsseldorf und mich, Hallo. Martin Gutärmel aus München. Wir haben Ihnen, Sebastian, ich nehme an, das war schon dein Hallo, oder? Ja. Ich denke, wir haben nur eine Stunde, da sollten wir Okay, direkt cool. reingehen. Wir haben Ihnen relativ viel mitgebracht. Sie bekommen die Folien auch im Nachgang. Wir haben Ihnen tatsächlich 71 Seiten Folien mitgebracht, was in den 60 Minuten, in denen wir sprechen wollen, brutto, wobei wir netto versuchen, nach 2/3 der Zeit fertig zu werden, um dann noch Fragen zu beantworten. Was in diesen, wie gesagt, 40 Minuten dann irgendwie schwer ab zu frühstücken ist. Deswegen haben wir gar nicht den Anspruch, jede einzelne Folie heute mit Ihnen zu besprechen. Wir wollen Ihnen aber trotzdem mit auf den Weg geben, was sich rund um den Bericht Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz im Zusammenhang mit der aktuellen Entwicklung der Nachhaltigkeitsberichterstattungspflichten denn tut. Ein paar Dinge. Deswegen werden Sie auch einfach nur kurz gezeigt bekommen und dann im Nachgang vielleicht auch für Ihre eigene Praxis zugeschickt bekommen. Wie gesagt, freuen wir uns über Fragen, die Sie auch in den Chat eingeben können. Wir versuchen, so wie vorher bei den anderen Webinaren auch, in den Zeiten, in denen einer von uns nicht spricht, dann Fragen zu beantworten und auch am Schluss dann ein paar aus dem Chat, die noch nicht beantwortet sind, zu diskutieren, praktisch dann verbal mit Ihnen zu beantworten. Und daher scheuen Sie nicht zurück, Fragen zu stellen. Wir werden vielleicht oder sogar wahrscheinlich nicht alle schaffen, aber wir geben uns wirklich Mühe, das auch kurz, knapp irgendwie zu beantworten, damit Sie das Gefühl haben, Sie haben vielleicht von uns zumindest unseren Eindruck oder unsere Idee dazu bekommen. Viel ist möglicherweise auch nicht wirklich abschließend von jetzt an zu beantworten. Was haben wir Ihnen mitgebracht? Wie gesagt, 70 Seiten, da sind Folien dabei, die kennen Sie schon. Zum Beispiel diese erste, das ist diese Folie, die wir immer verwenden, wo wir immer Aktualitäten einbauen. Beim Stichwort Aktualitäten ist es so, dass wir jetzt gleich eine ganz aktuelle Entwicklung darstellen wollen, die eine eigene Folie bekommen hat. Deswegen wollen wir auf diese hier nicht im Detail eingehen. Wenn Sie aber für Aktualitäten in dem Umfeld offen sind, dann können Sie sich gerne verlinken mit dem Sebastian Rüns oder mit mir bei LinkedIn. Da finden Sie uns. Wir versuchen dort immer was zu veröffentlichen, was aktuell ist. Und gleichzeitig liken wir und teilen wir auch Beiträge anderer, die in dem Bereich tätig sind, damit Sie da auch am aktuellen Puls der Zeit sind. Also herzlich eingeladen, sich mit LinkedIn zu verknüpfen. Sie wissen, es hat eine ganze Reihe von Entwicklungen gegeben, die jetzt ganz aktuell dadurch nochmal unterstützt ist, dass es tatsächlich einen ersten Entwurf eines Corporate Sustainability Reporting Directive Richtlinienumsetzungsgesetzes gibt, nämlich die Umsetzung in das deutsche Recht, zum Beispiel ins Handelsgesetzbuch, wo die Nachhaltigkeitsberichterstattung, die jetzt seit 2014 ja schon existiert, die jetzt in jüngerer Vergangenheit sich ganz stark verändert hat, in deutsches Recht umgesetzt wird und im Rahmen dessen dieses Umsetzungsgesetz verändert 30 deutsche Gesetze, soll auch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz verändert werden. Sebastian, was kommt da auf uns zu? Genau, wir haben einmal Ihnen das Richtlinienumsetzungsgesetz hier auch verlinkt. Da können Sie schauen, wo überall Änderungen vorgenommen werden. Der interessanteste Punkt für heute ist der Artikel 3, Änderung des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes. Da heißt es nämlich, dass es alternativ auch möglich sein soll, neben einem oder statt eines LKSG-Berichts einen Nachhaltigkeitsbericht nach CSRD abzugeben. Und der Paragraph 12 des Lieferkettengesetzes soll verändert werden. Und zwar soll die Frist zur Abgabe von Berichten jetzt erstmal bis zum 31.12. verlängert werden. Ja, da muss man dann schauen, ob das so bleibt oder ob es danach vielleicht noch weitere Verlängerungen geben würde, um LKSG-Bericht und CSRD-Bericht vollständig in dem
CSRD-Bericht aufgehen zu lassen. Aktuell ist es in dem Entwurf aber so, dass der 31.12. steht. Jetzt während Martin, während du gesprochen hast, habe ich nochmal parallel geguckt. Wir gucken die ganze Zeit, ob das BAFA auch offiziell dazu kommuniziert, dass die Frist jetzt verlängert wird. Wir gehen davon aus, dass es eine Fristverlängerung gibt, weil es nun mal jetzt hier diesen Entwurf des Richtlinienumsetzungsgesetzes gibt. Von daher ist unser Rat aktuell, wenn Sie in der Berichterstellung sind, machen Sie erstmal weiter. Machen Sie es so, dass es für Sie, also jetzt für die, die 2023 schon unter das LKSG fallen und jetzt 2024 dann das erste Mal einen Bericht abgeben müssten, machen Sie es so, dass Sie es für sich final haben, aber veröffentlichen Sie erstmal noch nichts und geben Sie noch nichts ab. Sie haben ja ohnehin auch nach aktueller Frist bis zum 31. Mai Zeit. Und es kann eben gut sein, dass in den nächsten Tagen auch eine Fristverlängerung offiziell kommuniziert wird. Und dann ist es gut, man hat nicht schon was in die Welt gesetzt, veröffentlicht, wo es dann Dritte einsehen können und dann vielleicht auch entsprechend daraus was ziehen können. Oder es liegt dann dem BAFA vor und das BAFA könnte es sich faktisch ja dann auch anschauen. Ja. Sollte es jetzt zu einer Fristverlängerung kommen, heißt das aber auch nicht, dass man jetzt gar nichts mehr machen sollte und den Stift fallen lassen kann und sagen kann, okay, das war's dann mit dem Bericht. Es kann ja trotzdem gut sein, dass das BAFA Auskunftsersuchen stellt. Also auch wenn es eine Fristverlängerung gibt, kann es sein, dass in den nächsten Monaten, das ist ja auch vom BAFA schon angekündigt, Fragen kommen werden zum Thema Risikoanalyse, Präventionsabhilfemaßnahmen. Bisher sind die Auskunftsersuchen ja auf Beschwerdeverfahren und Risikomanagement gerichtet gewesen. Und als nächsten Schritt soll es dann auch Auskunftsersuchen zum Thema, wie sind Sie bei der Risikoanalyse vorgegangen, welche Risiken haben Sie ermittelt, wie haben Sie darauf reagiert, geben. Von daher eine Finalisierung des Berichts in jedem Fall sinnvoll, aber beobachten Sie es noch in den nächsten Wochen, bevor Sie was abgeben. Okay, das sozusagen das Aktuellste derzeit im Fluss. Mal schauen, wann die News dazu kommen. Was gibt es sonst? Sie wissen, das BAFA war schon letztes Jahr aktiv, hat auch einen Bericht kurz vor Weihnachten veröffentlicht und hat auch so ein bisschen erzählt, in welchem Umfang es schon Stichproben oder auch auf Auskunft oder auf Beschwerden basierende Auskunftsersuchen durchgeführt hat. Wir haben darüber auch schon mal berichtet. Einige dieser Auskunftsersuchen, die kennen wir von innen und wir haben auch das Gefühl, dass es weitergeht. Es ist jetzt vor ein paar Tagen etwas wieder über einen OEM in der Presse nachzulesen gewesen im Hinblick auf Koalitionsfreiheit und so. Also das geht weiter und das BAFA wird natürlich, das ist eine kleine Anmerkung von meiner Seite, wenn es jetzt keine Berichte bekommt und prüfen kann, sich natürlich auch weiter mit solchen Dingen beschäftigen und auch mit solchen Stichprobenprüfungen, die im letzten Jahr stattgefunden haben, die dieses Jahr auch, wie wir ja sehen, weitergehen. Das also auch aktuell. Und dann aktuell war am 15. März 2024 auch die Einigung im Ständigen Ausschuss des Europäischen Rates zu dieser europäischen Nachhaltigkeitsrichtlinie, andersrum gesagt Sorgfaltspflichtenrichtlinie, die in den Mitgliedstaaten noch umgesetzt werden muss bis 2028, 29, 30, da relativ lange Umsetzungsfristen. Und da haben wir hier nochmal aufgeschrieben, was sozusagen der Inhalt dieses Kompromisses ist und wie sich diese europäische Richtlinie zur Sorgfaltspflichten in der Lieferkette von dem deutschen Gesetz unterscheiden. Das nur mal so der Vollständigkeit halber hier mit aufgeführt. Wir werden nachher vielleicht versuchen, im Bericht und in der CSRD-Thematik auch ein bisschen darauf wieder zurückzukommen, damit man Gemeinsamkeit in Unterschieden da auch sieht. Und das alles führt uns mehr oder weniger zu einer Folie wie dieser hier, die ich schon vor einiger Zeit mal entworfen habe, wo ich das Gefühl hatte, es fahren mehrere Züge, deswegen oben das kleine Bild mit dem Zug in die gleiche Richtung. Und früher oder später wird man sich überlegen müssen, wie diese Züge, die auf mehreren Gleisen in die gleiche Richtung unterwegs sind, auf ein Gleis zusammengeführt werden, sodass vielleicht nur noch eine Lokomotive dran ist und der Zug
die Wagen vielleicht ein bisschen mehr, der Zug ein bisschen länger geworden ist. Es gibt das deutsche Gesetz mit der deutschen Berichtspflicht. Es gibt diese europäische Nachhaltigkeitsberichterstattung mit diesem Richtlinienumsetzungsgesetz im Entwurf, was wir gerade angesprochen haben. Und es gibt die europäische Sorgfaltspflichtenrichtlinie, die irgendwann auch je nach Größe in den einzelnen Ländern umgesetzt wird. Und mehr oder weniger führen alle diese drei Rechtsakte zu einem Bericht. Und die Frage wird natürlich sein, wie man diesen Bericht möglichst effizient im Unternehmen angeht, damit man vielleicht jetzt schon Managementsysteme, jetzt schon Prozesse, jetzt schon Methoden aufsetzt, um diese drei Themen möglichst skaleneffektiv im Unternehmen auch zu bearbeiten. Und darüber wollen wir uns nachher noch ein bisschen Gedanken machen. Vorher aber nochmal zum Bericht des BAFA, zum Bericht nach LKSG, zur Berichtsmaske des BAFA. Sie wissen, dass das BAFA mehrere Sachen gemacht hat. Zum einen hat es eine ganze Reihe von Handreichungen herausgegeben. Die sehen Sie auf der allerersten Folie. Dann habe das BAFA einen Katalog zu diesem Bericht herausgegeben. Das war im Oktober 22. Dann wurde März 23 das erste Mal diese Berichtsmaske auch live geschalten vom BAFA. Die sehen Sie oben rechts, diese Berichtsmaske. Den Zugang kriegt man über das BAFA. Man muss dort auch nicht unbedingt die richtigen Daten angeben. Man kann also auch mit einem Dummy-Account erstmal sich durch diesen Bericht durchklicken, um für sich selber vielleicht ein bisschen die Struktur zu erfassen, ein bisschen zu lernen, was in welcher Reihenfolge wie abgefragt wird. Man kann am Ende diesen Bericht auch in einem PDF runterladen. Ich habe das auf der rechten Seite mal symbolisiert. Und dieses PDF kann man, so machen es viele derzeit, dann auch möglicherweise im eigenen Unternehmen in ein Word-Dokument wiederum übertragen, indem man ein entsprechendes Programm anwendet, um aus einem PDF wieder ein Word zu machen. Wir haben das mal gemacht. Wir haben also alle Möglichkeiten der Fragen, die in dem Bericht des BAFA teilweise mit Ja und Nein zu beantworten sind. Und je nachdem, ob man ein Ja oder ein Nein ankreuzt, gibt es dann Folgefragen. Haben wir mal so angekreuzt, dass man möglichst alle Folgefragen sehen kann und haben das dann zu einem PDF und das PDF zu einem Word. Und das sind tatsächlich was waren es? 186 Seiten, Sebastian, glaube ich, oder? Genau. Ja, 186 Seiten. Und was so ein bisschen das Problem an dem Dokument ist, natürlich, dass es sehr umfangreich ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist der Umfang aber nicht ohne weiteres verursacht, sondern das resultiert daraus, dass sehr großzügige Seitenumbrüche drin sind, sodass man eigentlich die Frage immer nur oben sieht und dann teilweise steht nur eine Zeile und schon geht es zur nächsten Seite weiter. Und das andere Problem an diesem Bericht ist, dass es den ursprünglichen Nummerierungskatalog aus der PDF-Fassung von 2022 nicht mehr beinhaltet. Deswegen haben wir neben diesem Thema hier mit dem PDF in ein Word oder auch in ein Excel, können Sie es dann übertragen, haben wir noch eine andere Fassung erstellt, schon früher, und haben aus dem alten PDF mit den nummerierten Fragen die aktuelle Berichtsmaske gemacht, angeglichen sozusagen, und haben dann identifiziert, wie dann diese Berichtsmaske jetzt in einem alten Nummerierungsformat aussieht. Und das haben wir dann auch als Word und als Excel. Das können Sie auch, wenn Sie möchten, bei uns anfordern. Das stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung, damit man dann nämlich, das sieht man auf der nächsten Folie ein bisschen, auch diese Nummerierungen hat auf der linken Seite. Und das hilft einem im Unternehmen auch etwas strukturierter darüber zu sprechen, weil anhand dieser Nummerierungen man natürlich leichter gemeinsam über die gleiche Frage diskutieren kann, als wenn man diese Nummerierungen nicht hätte und nur mit den 186 Seiten im Word irgendwie blättert und wenn man sich drüber unterhält, sich gegenseitig zeigen muss, welche Seite es ist, weil die Frage an der Stelle keine Nummer hat. Das ist ein Überblick hier, und was wir hier an der Stelle Ihnen auch zeigen wollten, ist, wie dieser Fragebogen strukturiert ist. Sie haben also im Prinzip fünf Buchstaben. A, so ein bisschen Allgemeines, B zur Analyse, C zu den Verletzungen, D zu dem Beschwerdeverfahren und E zur Bewertung des Ganzen. Und wenn Sie sich das so ein bisschen vor Augen führen, dann sehen Sie, dass es mehr oder weniger immer wieder wiederholende Themenpunkte sind, Überschriften sind, wo man in der immer gleichen Struktur nacheinander zu verschiedenen Themen gefragt wird. Zunächst wird man gefragt zu der Analyse im Stufenverhältnis eigener Geschäftsbereich, unmittelbarer Zulieferer, mittelbarer. Und das Gleiche wird man dann nochmal gefragt beim Thema Verletzungen. Und das
führt dann im Detail, das sehen Sie auf den nächsten Folien, dann wieder zu Folgefragen, die auch wieder in der gleichen Struktur abgearbeitet werden. Deswegen wollten wir Ihnen diesen kurzen Überblick hier mal geben, damit Sie sehen, wie die Struktur des Fragebogens aussieht. Genau, als nächstes würden wir mal so ein bisschen unseren Eindruck schildern. Wir haben nämlich mal die Berichte, die es aktuell schon gibt, uns angeschaut, so ein bisschen ausgewertet, was ist unser Eindruck. Wir begleiten natürlich auch einige Unternehmen bei der Berichterstellung, haben aber eben auch mal geguckt, was findet sich denn da so veröffentlicht. Und so 20 Berichte ungefähr, die wir uns angeschaut haben, die schon veröffentlicht sind, zum Beispiel wegen einem abweichenden Geschäftsjahr. Und die Qualität ist unterschiedlich, muss man sagen. Also gerade in der Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit der Berichte, die man da so sieht, gibt es doch Unterschiede. Und oft bei den vollständigen Berichten sind es so ungefähr 50 Seiten, vielleicht plus minus 10 Seiten, die man da oft liest. Teilweise werden aber auch, gibt es auch so ungefähr knapp 10 Stück verkürzte Berichte, die man findet. Teilweise ist es überraschend bei dem einen oder anderen Unternehmen jetzt zumindest von der Branche her, zum Beispiel mal Textilbereichen, ein verkürzter Bericht. Das kann natürlich sein, dass da Fragen auftauchen. Zumindest kommuniziert es das BAFA so, wenn man mit dem BAFA spricht, beziehungsweise wenn das BAFA irgendwo Vorträge hält, dass sie selbst ein bisschen bei einzelnen Unternehmen überrascht waren, dass es verkürzte Berichte gibt. Aber ein verkürzter Bericht ist natürlich weiterhin möglich. Ja, dafür ist es da. Dafür kann man es auswählen, ist grundsätzlich kein Problem. Dann ist eben nur wichtig, dass man verständlich ausführt, wie man die Risikoanalyse durchgeführt hat und warum keine Risiken ermittelt wurden. Und das ist teilweise bei den verkürzten Berichten nicht so ganz eindeutig, generell bei den Berichten eben schon angesprochen. Manchmal sind die Ausführungen nicht so ganz verständlich. Es werden nicht immer die Begrifflichkeiten des Gesetzes aufgegriffen, was eigentlich leicht ist. Das BAFA will natürlich auch es sich möglichst einfach machen bei der Auswertung, will vielleicht Buzzwords lesen und da wird die Behörde sicherlich auch die Berichte nebeneinander legen. Das heißt, man kann auch mit einem mittelmäßigen Aufwand vielleicht schon glänzen, wenn andere Unternehmen eben diese Begrifflichkeiten oder diese also Begrifflichkeiten nicht verwenden, beziehungsweise Ausführungen dann nicht so nachvollziehbar sind. Also das ist erstmal so ein bisschen der allgemeine Eindruck, sehr, sehr unterschiedlich in der Qualität und in der Nachvollziehbarkeit. Ansonsten, was wir jetzt auch mal machen würden, ist, dass wir mal so ein bisschen durch die einzelnen Bereiche hier durchgehen. Also was schreiben denn Unternehmen bei Risikomanagement, Risikoanalyse, Präventionsabhilfemaßnahmen und Beschwerden und Wirksamkeitsprüfung, einfach um unseren ersten Eindruck mal zu geben, wo sind denn da Schwachstellen oder Schwierigkeiten. Also von daher sehen Sie es mir nach, das ist jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle eher negativ, aber es bringt ja auch nichts, wenn wir sozusagen, ist Ihnen auch nicht geholfen, wenn wir nur sagen, was alles toll ist, sondern auch so ein bisschen darstellen, wo sind denn so Knackpunkte und gerade für die jetzt noch in der Berichterstellung sind, worauf sollte man denn achten? Beim Risikomanagement, das wäre hier dieser Punkt A, Strategieverankerung, da sieht man schon sehr große Unterschiede in der Länge und in den Inhalten, die gehen da sehr auseinander, spricht so ein bisschen dafür, dass die Unternehmen nicht ganz wissen, was sie denn da genau beschreiben sollen, weil es sehr offen gehalten ist, die Fragen. Was man da auf jeden Fall machen sollte, ist eben mal diese drei Ebenen beschreiben. Ja? Also die Ebene Geschäftsleitung, was machen die eigentlich? Ja? Die informieren sich regelmäßig. Gibt es da eine Berichtslinie? Wie sieht die denn aus? Dann eine Überwachungsebene, wie auch immer die aussieht, ob das Menschenrechtsbeauftragte sind oder ein Gremium. Was ist das genau? Was macht das? Und dann die Umsetzungsebene, die verschiedenen Abteilungen vielleicht mal darstellen. Da muss man, zumindest ist das
das, was man in Berichten liest, gar nicht so ins Detail gehen, erstmal mit genauen Ressourcen, finanziellen, personeller Art. Zumindest ist das das, was die Unternehmen erstmal so ein bisschen grober beschreiben. Aber dass man einfach von den Aufgaben auch sagt, okay, wer macht eigentlich was in diesen drei Ebenen, Umsetzung, Überwachung, Geschäftsleitung? Und dass man da dabei darauf auch achtet, sprachlich, dass man eine personelle Trennung zwischen Überwachung und Umsetzung hat. Das ist ja etwas, was natürlich großes Problem ist, gerade in Unternehmen, wo vielleicht die Kapazitäten nicht so hoch sind. Aber das ist eben auch eine Erfahrung, die wir aus den Auskunftsersuchen des BAFA mit Blick auf das Risikomanagement erlangt haben, dass da eben immer mal wieder Nachfragen kommen. Ja, und da muss man es ja nicht von Anfang an sprachlich ganz offensichtlich alles schreiben. Es ist in einer Person Umsetzung, Überwachung. Es sollte natürlich auch inhaltlich nicht genauso sein, aber sprachlich eben darauf auch achten, dass es, dass hier auch diese Trennung auch in der Sprache rüberkommt. Interessanter wird es dann eigentlich noch bei dem Thema Risikoanalyse und danach auch Präventionsmaßnahmen. Ja, das sind so die beiden Themen, die natürlich auch die Kernpunkte des Gesetzes sind. Bei der Risikoanalyse, da gibt es so ein paar Sachen, wo man wirklich sagen würde, von den Berichten, die veröffentlicht sind, da hätte man vielleicht nochmal drüber gehen können und auch nochmal die ein oder andere Begründung ergänzen können. Auch da kann man wieder punkten, wenn man die Sachen etwas mehr erklärt. Wir haben da also Berichte gefunden, in denen zum Beispiel Umsatzschwellen genannt werden ohne Begründung. Wir sagen nicht, dass man da nicht argumentieren kann, Argumentationslinien haben kann, aber ohne eine Begründung zu sagen, wir haben uns alles nur über 100.000 angeguckt, ist natürlich unter Umständen gefundenes Fressen für eine Behörde. Ja. Teilweise werden auch Angemessenheitskriterien nicht die aus dem Gesetz genannt. Teilweise ist es so, dass das Vorgehen nicht so ganz verständlich ist. Man hat einfach von der Formulierungsweise das so gewählt, dass es für einen Außenstehenden sehr schwierig ist, da durchzublicken. Teilweise werden Tools genannt und es wirkt so ein bisschen, als hätte man sehr viel auf das Tool ausgelagert, ja, und vertraut darauf, dass das Tool das schon alles machen wird. Auch da so ein bisschen im Hinterkopf haben, es werden da, es ist schon angekündigt von der Behörde, Rückfragen kommen, wie funktioniert, wie ist die Vorgehensweise, ne? Und dann wird man nicht nur sagen können, wir haben diesen oder jenen Anbieter genommen, sondern muss auch erklären können, wie ist die Vorgehensweise. Also soll alles jetzt nicht zu negativ wirken. Man findet da auch sehr gute Ausführungen, nur eben auch manchmal Sachen, die dann sehr stark von dem, was im LKSG mit abstrakter Vorgehensweise, konkrete Vorgehensweise und dann Gewichtung und Priorisierung nach den Angemessenheitskriterien steht. Wenn man dann die Präventionsmaßnahmen sich anschaut, dann gibt es dort gewisse Auswahlmöglichkeiten in der Maske. Die werden dann sehr oft von den Unternehmen auch ausgewählt und beschrieben. Das ist soweit sozusagen erstmal alles nachvollziehbar, dass man erklärt, wie hat man im eigenen Geschäftsbereich, also getrennt nach eigenem Geschäftsbereich unmittelbar, mittelbar geschult, wie hat man kontrolliert und so weiter. Was da interessant ist, was manchmal so ein bisschen vermischt wird, ist das Thema Zuliefererauswahl, das ist ein eigener Punkt, eine eigene Präventionsmaßnahme und Beschaffungsstrategie. Es wird eigentlich die Beschaffungsstrategie oft erklärt als, ja, wir sind sehr streng bei der Zuliefererauswahl, aber das ist eigentlich ein eigener Punkt. Die Beschaffungsstrategie, wenn man sich die Gesetzesbegründung dazu anschaut, ist, wie welche Maßgaben, welche Vorgaben habe ich mir eigentlich intern für mich überlegt bei der Beschaffung mit Blick auf nachhaltige Kalkulation, mit Blick auf faire Zahlungsbedingungen, kollaborative Produktionsplanung. Also tatsächlich eher so in Richtung, wie stelle ich mich selbst auf im Sinne von eigene Opferbereitschaft, falls ich jetzt in einem Hochrisikobereich, ne, darüber sprechen wir jetzt, arbeite. Und das ja, ist dann eben oft sehr verschwommen mit diesem Thema Zuliefererauswahl. Auch da sollte man so ein bisschen drauf achten, weil es provoziert natürlich dann unter Umständen Rückfragen des BAFA, wenn man da eben diese Maßnahmen nicht genau, was damit gemeint ist, beschreibt.
Abhilfemaßnahmen ist eigentlich was oft was oft jetzt nicht so problematisch ist, weil viele Unternehmen natürlich auch keine Verletzungen festgestellt haben. Wenn Verletzungen festgestellt worden sind, ist oft nachvollziehbar beschrieben, wie man diese Verletzung angegangen ist und dass sie zum Beispiel daraufhin beendet wurde. Das kann natürlich im Einzelfall auch schwierig sein, aber jetzt in den Berichten, die man so findet, ist das eher klar und nachvollziehbar beschrieben. Beschwerdeverfahren ist ähnlich. Beschwerdeverfahren ist auch eher so unsere Erfahrung aus den Auskunftsersuchen, dass da doch dann oft Rückfragen kommen. Das ergibt sich nicht aus der Maske jetzt selbst, sondern dann ist es eher so, dass dann, wenn sich das BAFA anguckt, wo ist jetzt diese Verfahrensordnung? Ja, sie ist schwer auffindbar. Also kommt die Rückmeldung, der Hinweis, sie ist schwer auffindbar. Das Beschwerdeverfahren ist in 20 Sprachen verfügbar, die Verfahrensordnung aber nur in 2. Also kommt der Hinweis des BAFA, bitte noch in anderen Sprachen diese Verfahren. Und da kann man über ganz viel streiten. Da ist auch nicht alles so, dass man der Behörde sozusagen immer die Auffassung des BAFA teilen muss. Ja, also wir machen es bei Mandanten auch oft so, dass wir dann mal, wenn etwas sehr weitgehend ist, auch mit entsprechenden Fußnoten, entsprechende Quellen auch sagen, dass etwas gerade nicht im Gesetz vorgesehen ist. Ja, also das kann man machen. Nur einfach da der Hinweis, was da zurückkommen könnte. Und dann haben wir zum Schluss noch diesen Punkt Wirksamkeitsüberprüfung. Das ist natürlich nachvollziehbarerweise aktuell noch nicht so ausführlich beschrieben. Da finden sich jetzt keine konkreten KPIs, die auch sehr schwierig sein können im Einzelfall zu bestimmen, sondern da ist es dann oft so, dass eher noch gesagt wird, dass man das plant. Ja, und dass aktuell eher sowas wie vielleicht Mitarbeiterbefragungen, Review-Gespräche und sowas schon stattfinden oder zukünftig stattfinden sollen. Aber das ist so ein Punkt, der sicherlich in den nächsten Jahren dann in den Berichten, wenn es denn dann das im klassischen Form des RKSG-Berichts weitergeben wird, dann ausführlicher zu beschreiben sind. Aber das einfach mal so jetzt im Schnelldurchlauf in der Kürze der Zeit, was so unsere Eindrücke sind unter den verschiedenen Sorgfalten. Pflichten. Okay, super. Jetzt haben wir ja hier diese eine Folie, um einmal den Überblick zu geben und vor die Klammer zu ziehen, unseren Eindruck zu schildern. Wie gesagt, hier nochmal etwas größer aufgezogen mit den einzelnen Nummern. Das Einzige, was mir hier jetzt noch an erwähnenswert erscheint in dem Zeitrahmen, den wir haben, ist, dass die Unternehmen wissen müssen, dass dieser Fragebogen so ein bisschen ist wie ein Haus mit Zimmern. Ja, sie gehen in den ersten Raum und da werden sie gefragt, was sie denn für Implementierungen haben. Dann gehen sie in den zweiten Raum, da werden sie gefragt, welche Analysen sie vorgenommen haben. Dann gehen sie in den dritten Raum und da wird dann gefragt, welche Risiken identifiziert worden sind und dann in dem vierten Raum, wie die priorisiert worden sind. Und so geht das immer weiter. Und irgendwann aber im letzten Zimmer sitzt jemand und der nimmt es sehr ernst und der fragt dann, was denn eigentlich mit den Maßnahmen im Hinblick auf die Risiken und im Hinblick auf die Verletzungen geworden ist. Und das wird oft ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Man muss nämlich irgendwann auch sagen, Sie sehen das hier oben bei 229, wie wirksam denn die Maßnahmen sind, die Sie da angesetzt haben. Und Sie sehen das auch unten bei den Fragen im Zusammenhang mit den Verletzungen. Da wird nämlich gefragt, welche Verletzungen wurden denn beendet und was man gedenkt, mit denen zu machen, die eben nicht beendet werden konnten. Und das ist insbesondere natürlich relevant, weil für solche Verletzungen die höchsten Bußgelder im Raume stehen. Das bedeutet, man kann am Anfang sehr viel angeben. Es kommt aber immer wieder. Und irgendwann wird man auch gefragt, ob es denn jetzt besser geworden ist und wenn nein, wie man gedenkt, damit umzugehen. Das heißt, diese Zimmer im Haus werden durchschritten und ganz am Schluss sitzt jemand, der will es dann sehr genau wissen und das darf man nicht übersehen. Wir haben dann hier nochmal die dritte Folie des längeren Überblicks und dann kommt tatsächlich der Fragebogen in ganzer Länge und da gehen wir dann ganz schnell drüber. Vorweg nochmal die Erwähnung, es waren in dem PDF 437 Fragen. Wenn man das jetzt in Excel überträgt durch die Ergänzung in der Maske, wo dann auch nach den einzelnen Ländern gefragt wird, wo dann auch nach der Art des Risikos, nach der Verletzung gefragt wird, sind es dann tatsächlich ungefähr 700 Excel-Zeilen. Das heißt, es ist schon eine ganze Menge an Dinge, die man ausfüllen muss. Die kann man noch nicht downloaden, gibt noch keine Schnittstelle. Muss das so umfangreich sein? Ja, das BAFA hat sich dafür entschieden, diese Fragen so zu stellen. Ich bin der Auffassung, es muss es nicht so
stellen. Ich bin auch nicht der Auffassung, dass man die unbedingt so beantworten muss. Die entsprechende Verordnung in Paragraph 13, die das Gesetz vorsieht, ist noch nicht vorhanden. Deswegen ist es jetzt derzeit ein Ansatz des BAFA, dem man folgen kann oder auch nicht. Und das führt zur Frage, ist es zwingend, dass man es so beantwortet? Ich glaube, nein. Wenn man sich das Leben aber leicht macht, dann folgt man vielleicht auch der Struktur des Prüfers. Und dann ist die Frage, gibt es Alternativen beim Ausfüllen? Und da haben wir festgestellt, der Sebastian hat es erwähnt, dass es durchaus eine Reihe von unterschiedlichen Ausfüllmethoden gibt. Es gibt zum Beispiel die Frage nach der Brutto-Netto-Betrachtung. Das Risikomanagement wird klassisch seit einiger Zeit schon mit Brutto-Netto-Betrachtungen unternommen. Das bedeutet, man überlegt sich, wie das Risiko vor einer Maßnahme brutto aussieht und man überlegt sich, wie das Risiko nach einer Maßnahme netto aussieht. Und viele Unternehmen stellen fest, dass die Maßnahmen so gut sind, dass netto nichts verbleibt. Und die Frage ist, wie kriegt man das in den Bericht? Weil der Bericht das Brutto-Netto nicht vorsieht, aber die Berichte, die man derzeit schon finden kann, und Sie können das auch googeln, dann finden Sie Berichte von großen Unternehmen, beispielsweise auch von Siemens, die einen sehr konsequenten Brutto-Netto-Ansatz verfolgen und dann eine Reihe von Risiken identifizieren, aber die nicht priorisieren und dementsprechend auch keine Maßnahmen nennen. Und das ist natürlich eine Alternative im Ausfüllen, die jetzt in der Praxis gezeigt worden ist und die wahrscheinlich auch beim BAFA dann in einer großen Variantenvielfalt ankommt. Ob man den Bericht alternativ einreichen kann, das Gesetz spricht ja nur von einem elektronischen Zugang. Dass das eine solche Maske sein muss, weiß ich nicht. Ob man sich das Leben leichter macht, wenn man das gar nicht mit der Maske macht, das weiß ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass es unbedingt so sein muss, aber wahrscheinlich ist es sinnvoll, wenn man es so macht. Das wollte ich an der Stelle noch erwähnen. Und schalte dann jetzt für Sie wie in einem kleinen Daumenkino durch die einzelnen Folien des einzelnen Berichts, die wir jetzt drin gelassen haben, weil sie eh da waren und wir sie nicht rausnehmen wollten. Sie kriegen sie ja zugesandt. Vielleicht nutzt Ihnen das nochmal in dieser PowerPoint-PDF-Fassung hier den Bericht vor Augen zu haben. Und wir kommen dann so ein bisschen zur Frage, welche Lessons aus unserer Sicht haben wir aus dem ersten Anwendungsjahr gelernt? Sebastian, wir teilen uns die Bullet Points so ein bisschen auf. Das erste ist, dass wir gelernt haben, dass alle Unternehmen mehr oder weniger gefordert sind. Nicht nur solche, die groß genug sind, dass sie direkt unter das Gesetz fallen, also 3.000 oder 1.000 Mitarbeitende haben, sondern auch die kleineren und vielleicht auch die aus dem Ausland, denn die Großen können die Lieferkette nicht alleine bearbeiten. Sie brauchen dazu die weiteren Glieder der Lieferkette und deswegen sind natürlich Kooperationsanforderungen der Großen, die an die Kleinen gestellt werden und deswegen mehr oder weniger die Erkenntnis sich durchgesetzt hat, dass mehr oder weniger alle Unternehmen von der Umsetzung dieser Lieferketten-Sorgfaltspflichten getroffen sind, sodass die Kleinen auch sich überlegen könnten, einen Teil freiwillig zu machen, weil es einfach dem großen Kunden gegenüber besser ist, ihm proaktiv was anzubieten in einer Umsetzung. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass die Kompromissentscheidung auf europäischer Ebene im Hinblick auf die Größe der Unternehmen, die ja jetzt wesentlich angehoben worden sind. Es sind, glaube ich, jetzt aus 15.000 Unternehmen oder 17.000, die drunter fallen, nur noch knapp über 5.000 geworden EU-weit, dass die vielleicht in der Praxis sich gar nicht so stark auswirkt, denn dort sind auch kleinere Lieferanten in der Kette und auch die werden irgendwie kooperieren müssen, denn die Lieferkette betrifft mehr oder weniger alle. Sebastian. Ja, also ich würde jetzt hier auch einfach ein paar rausgreifen. Sie bekommen die Folien dann ja auch, um selbst nochmal so ein bisschen zu schauen. Ein Punkt, der uns auch aufgefallen ist, uns jetzt auch über die Jahre begleitet, das Thema Dienstleister. Es gibt mittlerweile extrem viele Dienstleister. Als wir mit der Beratung angefangen haben, waren uns vielleicht so 5 bekannt oder geläufig und mittlerweile kann ich die gar nicht mehr zählen, aber ich denke mal, es werden eher so 30, 40 sein. Und da sind die Leistungsversprechen dann doch teilweise sehr ambitioniert. Und da eben der Hinweis, Unternehmen sollten da darauf achten, dass sie auch
einen Dienstleister auswählen, dem Sie vorher mal die richtigen Fragen stellen, ja, weil am Ende kann man mit relativ einfachen Mitteln in eine Software rudimentär mal sowas wie eine abstrakte Risikoanalyse zusammenbauen. Das ist aber auch nur ein kleiner Teil und dann kann man hinterfragen, wie sind denn genau die Quellen, auf die da überhaupt Bezug genommen wird und sich ganz viele Fragen stellen, die dann vielleicht auch ein bisschen besser einem helfen, die richtige Auswahl zu treffen. Und da ist ja nicht die Regel, aber manchmal so ein bisschen das Gefühl, vielleicht wird dann doch sehr nach dem Preis geschaut und man weiß eigentlich gar nicht so genau, was der Dienstleister macht. Ansonsten Präventionsmaßnahmenkonzepte sind sehr unterschiedlich. Das hängt natürlich einmal sehr stark am Risiko. Wenn ich in einem Niedrigrisikobereich bin, dann muss ich nicht weitreichende Maßnahmen ergreifen. Aber auch in ähnlichen Bereichen mit einem hohen Risiko ist die Vorgehensweise der Unternehmen dann doch teilweise unterschiedlich. Manche machen mehr diese Absicherungen, vertragliche Zusicherungen als Maßnahmen und andere gehen dann nochmal einen Schritt drüber hinaus und sagen, nee, wir gucken uns auch mal an umfassenderen Präventionsmaßnahmen an, was man da machen kann. Und das ist natürlich das, wo es auch eher wehtut, das ist klar. Da wird sich zeigen, wie das BAFA damit umgeht. Ja? Also das BAFA weiß auch nicht, was richtig ist von Natur aus, sondern die werden sich Sachen nebeneinander legen. Wenn es keine Berichte sind, dann eben Antworten aus Auskunftsersuchen und werden gucken, ah, okay, hier haben wir jetzt 10 aus einer Branche, was machen die so? Und wenn sich das dann stark unterscheidet, dann bildet man daraus den Maßstab irgendwo in der Mitte oder wo auch immer und guckt, wer liegt da drunter, wer liegt da drüber. Also das ist auch etwas, was man dann schon mal so ein bisschen im Hinterkopf haben sollte. Ja, ansonsten habe ich das Gefühl, dass die Unternehmen auch die Möglichkeiten des Gesetzes nicht wirklich nutzen. Man kann beispielsweise über das Thema Priorisierung und Gewichtung auch Dinge so ein bisschen in die geringere Priorisierung verorten. Ich habe oft das Gefühl, dass bei diesen 7 Parametern, die das Gesetz vorsieht zum Thema Angemessenheit, Unternehmen vielleicht nur 2 oder 3 nutzen und die anderen 4 bleiben ungenutzt. Und es kann durchaus sein, dass eine Priorisierung ja nicht nur zu einer höheren, sondern auch zu einer niedrigeren Einwertung führt. Das alles hat natürlich auch ein bisschen dazu geführt, dass die Unternehmen das Gefühl haben, wir wissen gar nicht, was eigentlich pragmatisch ist und wir machen einfach mal. Und leider muss ich sagen, sind die BAFA-Handreichungen vielleicht an vielen Stellen vor allem umfangreich. Aber wenn man es einfach auf wenigen Zeilen, in wenigen Tabellen, in wenigen Folien darstellen könnte, würde es den Unternehmen mehr nutzen. Und das führt so ein bisschen zu einer kleinen Anmerkung, die mich dann immer treibt, wo ich sage, es ist eigentlich so, dass man mit diesem Lieferketten-Thema und mit dieser Nachhaltigkeitsthematik auch auf EU-Ebene eine kleine Revolution angezettelt hat, die aber dann so groß gemacht worden ist, so komplex gemacht worden ist, auch mit noch mehr Erklären zu noch mehr Erklärungen, die noch mehr erklärt werden führen, dass dann irgendwie die Praxis davon abgeschreckt war und im Prinzip dieses Klein-Klein zu einem gewissen gegenstreitenden Aktionismus geführt hat. Und ich hatte dann zwischenzeitlich auch Sorge, dass die Revolution ihre Kinder frisst, dass wir als Deutsche jetzt wieder so übertreiben, dass wir auf EU-Ebene nicht weiterkommen und dass deswegen die Nachhaltigkeit so ein bisschen zu einer Art von Bürokratie führt, die vielleicht gar nicht nötig ist. Vielleicht könnte man es auch pragmatischer, vielleicht könnte es man auch einfacher, vielleicht könnte man es auch zielgerichteter machen und man vielleicht auch mit weniger Profilierungsinteresse teilweise an Sachen rangeht. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass die Thematik am besten erstmal pragmatisch bearbeitet wird und man kann immer noch besser werden und man nicht versuchen muss, die Quadratur des Kreises schon im Anfängerkurs mehr oder weniger zu leisten. Das sind so ein bisschen die Themen, die wir da jetzt so gelernt haben und wir wollten Ihnen unbedingt noch etwas zum Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung an die Hand geben, denn Sie können ja vielleicht bald wählen, ob Sie statt einem LKSG-Bericht einen Nachhaltigkeitsbericht abgeben wollen. Und das führt uns zu diesem Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ich habe auf der linken Seite mal dargestellt, welche europäischen Richtlinien es gab und welche es jetzt gibt und dass das eben jetzt zum Richtlinienumsetzungsgesetz im Entwurf führt. Und die Nachhaltigkeitsberichterstattung wird natürlich intensiver, viel detaillierter, viel stärker normiert,
aus zwei Blickwinkeln betrachtet, haben Sie schon gesehen, es gibt die doppelte Wesentlichkeit von innen nach außen, von außen nach innen, also inside out, outside in. Sie wird auch über die Unternehmensgrößendefinition auf viel mehr Unternehmen Anwendung finden und mehr oder weniger auch zum klassischen Bilanzrecht. Und deswegen natürlich die Frage, welchen Bericht nehme ich jetzt? Ist es zu empfehlen, statt dem LKSG-Bericht vielleicht einen Nachhaltigkeitsbericht zu machen? Und da wollte ich Sie so ein bisschen abholen und versuchen auch ein bisschen dieses große Durcheinander zu erklären, das da derzeit existiert. Denn das Richtlinienumsetzungsgesetz, Sie sehen es unten, hat 181 Seiten und ändert 30 Gesetze. Diese ESRS, der EFRAG, die haben 282 Seiten. Die Implementation Guideline Value Chain hat 33 Seiten. Ja, bei dem Begriff war ich scheinbar so aufgeregt, dass ich das 33 gar nicht mehr reingeschrieben habe. Die Implementation Guideline zur Wesentlichkeit, die hat 47 Seiten. Es führt irgendwie zu 82 Disclosure Requirements und zu 63 weiteren Requirements in einer weiteren Anlage, die man im Auge haben muss und damit irgendwie zu 1137 Datenpunkten. Und dieser ganze große Haufen an Dingen, die man berichten muss, den muss man irgendwie für sich kleinhacken, um rauszufinden, ob und inwiefern man denn eigentlich mit einem Nachhaltigkeitsbericht jetzt den Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzbericht ersetzen will oder kann oder soll oder muss. Bevor ich das so ein bisschen anreiße, hier nochmal ein Zeitstrahl, welche Unternehmen wann denn unter diese neue Nachhaltigkeitsberichterstattung fallen. Das haben Sie wahrscheinlich schon mitbekommen. Wenn nicht, kann man es hier natürlich nochmal nachlesen. Und dann kann man sich mal die Frage stellen, was ist denn in diesen Berichten eigentlich drin? Und oben habe ich mal versucht darzustellen, wie so ein Lieferketten-Sorgfaltspflichtenbericht aussieht. Da gibt es einen statischen, einen dynamischen Teil. Der statische ist die Beschreibung von Risikomanagement, Beschwerdeverfahren und vielleicht auch ein bisschen dann diese Wirksamkeit. Das hat der Sebastian ja schon erläutert. Dann müssen Sie natürlich Ihre Analyse beschreiben und dann je nachdem, was da rauskommt, also sprich Risiken und Verletzungen, müssen Sie Prävention und Abhilfe und dann auch eine Wirksamkeit der Maßnahmen und die Einbeziehung der jeweiligen Stakeholder als Interessensbetroffene darstellen. Das ist der Bericht nach LKSG. Unten sehen Sie einen Bericht, wie er nach CSRD ausschauen soll. Und zwar ist da auf der linken Seite der A, B und C Überschrift der statische Teil. Das heißt, Sie müssen die ganzen Angaben aus der ESRS 2, die zeige ich Ihnen gleich, machen. Dann müssen Sie bei vielen dieser verschiedenen Themen müssen Sie die Angaben zu IRO 1 machen und dann müssen Sie bei der E1, also beim Klima, müssen Sie immer sagen, warum es nicht wesentlich ist. Ansonsten machen Sie eine Wesentlichkeitsanalyse und den rechten Teil, das, was ich gestrichelt umrandet habe, findet sich in Ihrem CSRD-Bericht nur dann, wenn Sie eine Wesentlichkeit festgestellt haben. Das bedeutet, der Bericht ist schon sehr unterschiedlich vom Ansatzpunkt her und gleichzeitig sehen Sie auf der rechten Seite, dass die Inhalte jetzt nicht so geclustert sind wie oben, dass man sagt, ich habe ein Risiko oder eine Verletzung und ich habe eine Prävention oder eine Abhilfemaßnahme und was ist daraus geworden, sondern da geht es etwas generalistischer an die Frage, dann wird man erstmal nach Strategien gefragt, dann wird man möglicherweise danach gefragt, ob man denn irgendwas aufgedeckt hat, ob man irgendwelche Maßnahmen ergriffen hat und wie sozusagen am Schluss mögliche Einzelheiten berichtet werden können. Und Sie sehen, ich habe es versucht, diese Themen ES und G mal andersrum dargestellt, weil unten dieses Thema Wesentlichkeit in der E1 natürlich schön auf der linken Seite in dem Kasten abgebildet werden konnte, darzustellen. Und Sie sehen, es passt gar nicht so richtig von der Struktur zueinander und es passt auch nicht wirklich zu dem, was oben steht. Das heißt, die Idee, dass man mit diesem CSRD-Bericht den Nachhaltigkeitsbericht ersetzen kann, die ist ganz gut, aber man muss schon feststellen, dass die Inhalte unterschiedlich sind. Und das wollte ich Ihnen noch ein bisschen aufzeigen. Und zwar wollte ich Ihnen hier mal aufzeigen, welche Themen im LKSG-Bericht drin sind und wo die sozusagen auch in einer CSRD-Berichterstattung drin wären, wenn sie denn für wesentlich erachtet werden. Und dann sehen Sie diese ganzen Themen, die wir im LKSG haben, Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Arbeitsschutz, Koalitionsfreiheit, Diskriminierung, Lohn, Landrechte, Sicherheitskräfte, sind mehr oder weniger intensiv erwähnt. Bei diesem ESRS
würde ich ohnehin empfehlen, dass Sie sich die als PDF besorgen, vom PDF in ein Word transformieren und dann nochmal weiter bearbeiten und dann mit Suchbegriffen arbeiten. Dann findet man am schnellsten auch durch diese große Menge an Text durch. Und Sie sehen aber, dass POPs zum Beispiel gar nicht erwähnt sind, Quecksilber auch nicht. Bei der Lebensgrundlage Umwelt findet man relativ viele unterschiedliche Ansatzpunkte. Und so hat man das Gefühl, dass relativ viel LKSG auch in CSRD drinsteckt, aber vielleicht nicht alles. Gleichzeitig aus der anderen Perspektive betrachtet, stellt man fest, dass viel aus dem CSRD hinzukommt, was im LKSG nicht drinsteckt. Ich habe jetzt hier die Dinge aufgeführt, die mehr oder weniger aus der CSRD-Berichterstattung in einen Bericht reinkommen, die man sich bei einem LKSG-Bericht in Anführungszeichen sparen könnte. Und wenn man das mal im Einzelnen sich anschaut, dann kann man sich schon überlegen, ob man jetzt tatsächlich mit diesem CSRD-Bericht, diesem LKSG-Bericht ersetzen will oder kann. Außerdem muss man berücksichtigen, dass der dann ja auch noch ein Wirtschaftsprüfertestat braucht. Das heißt, Sie brauchen einen Geprüften und Sie müssen den ja dann, wenn Sie den für 2023 abgeben, Ende 24 in der ganzen Menge der Informationen schon bereit haben, die Sie vielleicht, wenn Sie groß genug sind, nach der Nachhaltigkeitsberichterstattung ja erst 25 für 24 melden müssen. Das heißt, Sie haben da auch ein kleines zeitliches Versatzthema. Ansonsten wollte ich Ihnen noch ein paar Sachen an die Hand geben. Wie kriegt man das in den Griff? Also wie gesagt, strukturieren, gruppieren, IT nutzen. Wenn man die ganzen ESRS mal nebeneinander legt, mal so ein bisschen Gleichheit versucht zu identifizieren, Gemeinsamkeiten, Unterschiede, so haben das wir mal gemacht für unsere Workshops, dann sieht man, dass es viele parallele Strukturen gibt. Es gibt auch oben dieses Excel, das es auch runterzuladen gibt von der EFRAG. Da zeige ich Ihnen gleich den Link. Und dann kommen Sie eben früher oder später zu der Struktur dieser 82 Offenlegungspflichten, die ich Ihnen hier nochmal aufgeführt habe. Die kommen immer wieder. Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr gewöhnt man sich auch an die Struktur. Und dann werden diese 282 Seiten, diese vielen Offenlegungspflichten, diese vielen Datenpunkte vielleicht irgendwann so etwas mehr, woran man sich gewöhnt hat. Und deswegen zeige ich Ihnen die hier nochmal. Hier nochmal auch der Link auf diese Excel, die es leider nur in Englisch gibt, wo aber alle diese Datenpunkte im Excel vorhanden sind. Ich habe das Excel auch genommen. Bei mir sind es komischerweise 1247. Ich habe dann auch versucht, diese ganzen einzelnen ESRS-Themen unter eine Liste zu kriegen, um die auch ein bisschen gruppieren zu können, um auch zu identifizieren, welche davon sind quantitativ, welche davon sind qualitativ, um mehr oder weniger auch zu dieser Entscheidung zu kommen, wie gehe ich quantitative Themen an, wie gehe ich qualitative Themen an. Dazu helfen einem auch so ein bisschen vielleicht diese Implementation Guidance, die ich hier oben aufgeführt habe. Und die führen dann mehr oder weniger zu dieser Wesentlichkeitsanalyse, die man über eine Longlist durch die Wesentlichkeitsfilter gedrückt zur Shortlist führt, wo es eine Reihe von Dingen gibt, die man immer nennen muss. Die habe ich hier unten aufgeführt. Es sind also Dinge, die muss man immer anführen. Und dann gibt es Dinge, die muss man nur anführen, wenn sie wesentlich sind. Und so gibt es eine Longlist, die man durch den Wesentlichkeitsfilter drückt, der zu einer Shortlist führt. Und das wiederum beginnt hier mit der Longlist, die ist auch aufgeführt in diesen ESRS. Die muss dann noch angereichert werden durch unternehmensspezifische Themen. Und da kann man dann einen Ansatzpunkt finden und kann jedes einzelne dieser Themen möglicherweise in einem Excel aufbereiten, um es in diese Wesentlichkeitsanalyse zu drücken. Und die gute Nachricht ist, dass diejenigen, die mit LKSG-Analysen beschäftigt sind, hier nicht viel Neues feststellen werden. Es ist eigentlich eine ganz klassische Analyse. Es wird hier auch gefragt nach Scope. Es wird gefragt nach Scale und es wird gefragt nach Irremediability, also praktisch so ein bisschen auch die Schwere und die Umkehrbarkeit, die wir auch aus der LKSG-Thematik schon kennen. Und das wird dann in dieser einzelnen Implementation Guidance oder auch in der ESR1 Beschreibung zur Wesentlichkeitsanalyse durch die Frage auf Unternehmen
identifiziert. Und die Frage heißt, ist es connected? Also ist das Unternehmen im Zusammenhang, und dieses Zusammenhang connected wird definiert durch direkt verursacht oder zumindest dazu beigetragen oder irgendwie im Zusammenhang stehend. Und das kennen wir auch aus der LKSG-Analyse, die hier in der Wesentlichkeitsanalyse ein bisschen anders stattfindet, aber inhaltlich thematisch doch ähnliche Herangehensweisen zeigt. Und dann gibt es diese drei Schritte, die man dann in dieser Guidance für die Wesentlichkeit und auch in der Guidance für die Lieferkette, denn die Lieferkette gehört immer mit dazu. Das Unternehmen darf sich selten selbst alleine betrachten. Es muss immer auch die Lieferkette betrachten. Deswegen diese Value Chain Implementation Guidance in die Schritte A, B und C unterteilt, wo dann auch die Frage der Wahrscheinlichkeit auftaucht, sodass man sich dann schon irgendwann, wenn man das intensiv genug studiert hat, wiederfindet in einer Thematik, die man aus dem LKSG kennt, wenn auch mit unterschiedlichen Aspekten. Und das wiederum führt uns so ein bisschen zu einem Stufenplan. Ja, Sie haben es vielleicht schon am Anfang gesehen. Wir hatten auch zum LKSG schon so einen Routenplan. Wir machen jetzt einen Stufenplan auch zu dieser CSRD-Thematik. Und da kommen Sie früher oder später nicht daran vorbei, dass Sie mal die einzelnen Datenpunkte analysieren, vielleicht die quantitativen von den qualitativen unterscheiden, weil die qualitativen sind vielleicht mit Text zu beantworten. Bei den quantitativen müssen Sie Ermittlungen machen. Sie finden dann teilweise auch in diesen ESRS-Tabellen, wie das auszufüllen ist, wo Sie also wissen, Sie müssen diesen Wert, diesen Prozentsatz, diese irgendwie identifizieren, was im Unternehmen natürlich erstmal bewerkstelligt werden muss, weil man dazu erstmal einen Prozess möglicherweise aufsetzen muss. Und so kommt man dann über verschiedene Schritte mehr oder weniger zur Berichterstattung und kann sich dann überlegen, ob einem das lieber ist als der LKSG-Bericht. Ich habe dazu eine Meinung, aber die kann man sicherlich gerne auch anders sehen. Hier nochmal die anderen Datenpunkte habe ich aufgeführt, und dann habe ich hier hinten, weil ich es mache, für die Workshops immer die Standards etwas auseinandergebaut, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu identifizieren. Und dann sieht man zum Beispiel, dass von 40 Veröffentlichungspflichten 25 eigentlich immer die gleichen sind, sodass dann nur noch ein paar übrig bleiben, und die muss man halt dann auf die einzelnen verteilen. Und dann stellt man fest, es gibt quantitative und qualitative, und vielleicht sind es dann gar nicht so viel quantitative. Ich habe die hier nochmal in den E-Standards versucht, ein bisschen zu highlighten für unsere Workshops. Und dann haben wir das Gleiche mit den S-Standards gemacht. Und da sehen Sie auch, dass es 7 identische Veröffentlichungsthemen zu allen Standards gibt. Und durch dieses immer wieder Lernen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden kommt man, glaube ich, ganz pragmatisch durch die Thematik durch, und irgendwann sieht man dann auch, dass die G-Standards eigentlich die geringsten Veröffentlichungspflichten beinhalten und dass es da auch nur wenig quantitative Datenpunkte gibt. Das wollten wir Ihnen mal zeigen, das wollten wir mal kurz mit Ihnen anreißen. Vielleicht nützt es was. Die Folien, wie gesagt, bekommen Sie, die nützen, glaube ich, ganz bestimmt was, um es mal so ein bisschen für sich auch zu erlernen, worum es jetzt dann da gehen wird. Und dann haben wir hinten noch ein bisschen Werbung, ja, muss auch sein. Wir haben auch diese Thematik, nächstes Seminar des Kollegen zum Bericht, ein bisschen ausführlicher in 3 Stunden. Und dann noch ein paar Bilder zu uns und jetzt zu unseren Fragen und Antworten. Jetzt habe ich so viel gesprochen, Sebastian, dass ich mich freuen würde, wenn du mit der ersten Frage startest. Ja, ich habe eigentlich gerade ganz schon viele schon parallel beantwortet. Jetzt gucke ich mal, was noch so übrig ist. Genau, das knüpft nochmal so ein bisschen an, an das Thema, was du jetzt gerade ausgeführt hast. Zumindest die letzten Fragen gingen eher in diese Richtung. Kann man den LKSG-Bericht durch den CSRD-Bericht ersetzen? Umgekehrt geht das aber nicht, Fragezeichen. Genau, also das ist sozusagen die Idee dieses Richtlinienumsetzungsgesetzes. Erstmal jetzt die Frist des LKSG-Berichts zu verschieben. Aber Sie erinnern sich vielleicht noch, es war ja damals in den Medien, das war ein Interview mit Habeck, in dem geäußert wurde, ja, es soll keine doppelten Berichtspflichten geben, und damit wurde das ja so ein bisschen ins Rollen gebracht, also die Intention dahinter ja schon die Vereinheitlichung.
Also nicht nur jetzt eine Verlängerung des LKSG-Berichts in der Form des LKSG-Berichts, sondern möglicherweise dann eben nur noch den CSRD-Bericht und keinen LKSG-Bericht mehr. Umgekehrt nicht. Ja. Also den CSRD-Bericht kann man nicht durch den LKSG-Bericht ersetzen. Der ist natürlich auch deutlich umfangreicher. Und da wird man jetzt sehen, wie es sich jetzt die nächsten Wochen, Monate entwickelt. Wird es wirklich dieses komplette Alignment geben? Wir haben gerade gehört, es gibt eben die damit verbundenen Schwierigkeiten, für so eine Behörde wie das BAFA aus dem CSRD-Bericht herauszulesen, ob jemand dann das LKSG erfüllt hat, weil das unter Umständen dann als nicht wesentlich gar nicht beschrieben wird oder weil es so beschrieben wird, dass man daraus nicht erkennen kann, ob jetzt die Sorgfaltspflichten erfüllt wurden. Von daher am Ende für Unternehmen vielleicht, wenn es so kommen sollte, eine Erleichterung, dass es nur noch einen Bericht gibt. Andererseits muss man aber auch sagen, neben dieser Erleichterung heißt es nicht, dass man nicht mehr nichts mehr machen müsste unter dem LKSG. Das BAFA wird Auskunftsersuchen stellen. Und die Auskunftsersuchen wird es in den Formulierungen der Fragen nicht an der CSRD orientieren, sondern am LKSG. Das heißt, dann würde diese Frage zum LKSG nicht mehr in der Berichtsform kommen, die man jedes Jahr, den man jedes Jahr abgeben muss, sondern man bekäme eben eine Auskunftsersuchen und müsste dort zur Risikoanalyse, zu Präventionsabhilfemaßnahmen und so weiter berichten. Also für sich zu dokumentieren in jedem Fall. Von daher könnte es sein, dass am Ende in der Praxis die Unterschiede gar nicht so groß sind für ein Unternehmen. Etwas Arbeitserleichterung, aber das ist es. Jetzt eine andere Frage ist, wie die LKSG-Risikoanalyse und die Materiality Assessments zusammenhängen. Gar nicht. Es sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen, die sich ähneln und zu unterschiedlichen eigentlich Zwecken eingesetzt werden. Und wir haben jetzt nur mal versucht darzustellen, wie das eine funktioniert und wie das andere funktioniert. Tatsächlich ist kein Zusammenhang, weil hier zwei Gesetzgeber an zwei Enden gearbeitet haben. Dann haben wir hier noch eine Frage, gibt es neue Erkenntnisse dazu, ob der Bericht auf der eigenen Webseite der Struktur den Inhalten des BAFA-Berichts folgen muss? Aussagen gesetzt BAFA sind nicht eindeutig. Also Martin sagt gerne, ob du da auch nochmal was anderes gehört hast. Mein Stand ist, man kann ihn in der Darstellungsweise ändern. Also wenn man jetzt Bildchen einbauen möchte, dann darf man Bildchen einbauen. Man darf aber nicht einen anderen Bericht auf der Webseite veröffentlichen als den man abgibt. Also im Sinne von irgendeiner Broschüre, die dann so wie man das früher von Nachhaltigkeitsberichten oder von Nachhaltigkeitsberichten dann teilweise immer noch sieht, sondern es müssen schon die Inhalte, die dort auch in der Berichtsmaske abgefragt werden, veröffentlicht werden. Wenn es jetzt so wäre, dass man sagt, man möchte dem BAFA etwas mitteilen, was aber ein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis ist, hat man selbstverständlich die Möglichkeit, dieses Betriebs- und Geschäftsgeheimnis auf der Webseite nicht darzustellen, aber diese Möglichkeit hätte man auch schon gegenüber dem BAFA, weil es ja vom BAFA aus in diesem Fragebogen zum Bericht heißt, man muss eben solche Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eben nicht kommunizieren. Okay. Bei Nutzung von CSRD und ESRS ist auch die Taxonomieverordnung zu berücksichtigen. Ja. Im Rahmen dieser CSRD-ESRS-Taxonomie-Schnittstelle. Es gibt da eine Regelung zu Veracht der ESRS 1, wenn ich mich nicht täusche. Für uns ein bisschen schwierig, weil das eine richtet sich tatsächlich an Finanzunternehmen, Finanz auch Produkte und wir so ein bisschen aus der Lieferketten-Ecke kommen. Aber ja, man muss die berücksichtigen und hat halt dann vielleicht einen CSRD-Bericht, den man anfertigt, um einen LKSG-Bericht zu vermeiden und stellt dann fest, dass auf einmal Dinge auf einen zukommen, die im anderen Thema gar nicht relevant gewesen wären. Ist damit zu rechnen, dass das LKSG noch weiter angepasst wird, angeglichen wird mit Blick auf die CS3D? Genau, die CS3D haben Sie sicherlich mitbekommen mittlerweile, ist sozusagen so gut wie durch.
Ja, es stand noch im Raum, ob es ein sogenanntes Corrigendum Procedure geben soll, da die Übersetzungen in alle Mitgliedstaatensprachen unter Umständen nicht mehr so schnell funktioniert, um jetzt noch in dieser Legislaturperiode abzustimmen. Schafft man aber jetzt, man hat es priorisiert und dementsprechend muss nicht in der nächsten Legislaturperiode das Parlament nochmal dazu abstimmen. Das wäre dann nämlich wirklich unter Umständen ein Problem gewesen, weil dann die Mehrheiten vielleicht nicht mehr so da gewesen wären. Das wird es aber nicht geben. Es wird jetzt eine Abstimmung noch im April geben und dann ist es sozusagen beschlossen. Und dann wird es gestaffelt in Kraft treten, 27, 28 und 29 und dann wird das LKSG angepasst. Aber es wird natürlich noch dann abzuwarten sein. Was bedeutet das? Gibt es vielleicht für einzelne Unternehmen die Situation, dass sie derzeit unter das LKSG fallen, aber aufgrund der Umsatzschwellen, die nicht erreicht werden, nicht unter die CS3D, müssen die dann bis 2029 noch LKSG anwenden, um dann CS3D nicht mehr anwenden zu müssen, oder fallen die schon ab 27 raus? Also das wird sich dann noch in dem Umsetzungsgesetz der CS3D zeigen, wie jetzt genau mit den vorherigen Fällen umgegangen wird. Vielleicht wird es auch so sein, dass Deutschland die CS3D überschießend umsetzt und sagt, wir hatten bisher Schwellen von 3.000 und 1.000 und die Schwellen werden auch unter der CS3D nur mit den abgeänderten Sorgfaltspflichten bestehen bleiben. Das ist aktuell noch nicht absehbar. Aber das LKSG wird definitiv angepasst werden. Ja, jetzt sind wir immer noch bei über 20 Fragen offen. Die Zeit ist abgelaufen. Eine habe ich hier noch. Wie ist es mit den Holdinggesellschaften? Also mein Eindruck ist, dass Holdinggesellschaften und das LKSG Kraftzurechnung der Mitarbeitenden ganz schnell mal drunter fallen, dass sie aber, wenn sie eine typische Holdinggesellschaft ist, die jetzt vielleicht ganz wenig Mitarbeitende beschäftigt und an Vertragspartnern eigentlich nur einen Steuerberater, einen Wirtschaftsprüfer, einen Rechtsanwalt und vielleicht noch jemand hat, der so ein bisschen im Gebäude nach dem Rechten schaut, vielleicht auch zu einer verkürzten Berichterstattung kommen. Ich kenne Holdings, die sich auch für eine verkürzte Berichterstattung entscheiden, weil sie sagen, Leute, wir haben kein operatives Geschäft und unsere operativen Unternehmen machen das. Und dann habe ich das Gefühl, dass man hier die Konzerneigenschaft halt so verstehen muss, wie sie ist und die Zurechnung, so wie sie im Gesetz steht und dann vielleicht halt als Holding, wenn man drunter fällt, mit einem verkürzten Bericht schneller fertig wird. Gut, sollen wir es an der Stelle mal ja, das schaffen wir gut sein nicht. Lassen? Du hattest es eben schon angesprochen, ich gebe am 30. April über den BME nochmal einen dreistündigen Workshop zu dem Thema Berichterstellung und falls Sie Interesse haben, die Anmeldedaten finden Sie auch in der PDF, die wir noch schicken. Ansonsten vielen Dank einmal mehr für Ihre Teilnahme und das nächste Webinar wird es sicherlich geben. Wir planen gerade mit einem Webinar zur EUDR, Waldschutzverordnung, Entwaldung im Mai. Das wird als nächstes anstehen. Ansonsten wird es sicherlich auch noch weitere LKSG-Webinare geben. Bis dahin erstmal vielen Dank und alles Gute. Danke auch. Wiederhören.